Herzlich willkommen zu IDEAS Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Der DAX schloss 1,2% höher bei 11.967 Punkten. Wir schauen uns mal die Details an. Es folgt der Blick auf die Charttechnik beim deutschen Leitindex. Der DAX hat den in allen relevanten Zeitebenen intakten Aufwärtstrend mit dem gestrigen Ausbruch über das Januarhoch bestätigt. Aus dem Tageschart ergibt sich eine bedeutende nächste übergeordnete Zielzone bei 12.000 bis 12.200 Punkten. Darüber werde der Weg frei bis an das Rekordhoch bei 12.391 Punkten. Allerdings deutet die aktuelle Sentiment-Konstellation darauf hin, dass ein nachhaltiger Ausbruch auf neue Höchststände erst einmal nicht stattfinden dürfte. Vielmehr hat sich das Risiko für eine deutliche Korrekturphase signifikant erhöht. Preislich liegen allerdings noch keine Hinweise vor, von welchem Niveau aus diese Korrektur starten wird. Wir schauen auf vier Produktideen hierfür von Ralf Fayad. Wir starten mit einem Turbo Classic Bull Zertifikat. Die WKN hierfür lautet CE84M6, die Basis 11.625 Punkte. Dann hätten wir noch einen Call-Optionsschein auf den DAX, die WKN hier CD5, H9M, die Basis 12.000 Punkte. Wenn Sie eher mit fallenden Notierungen rechnen, dann hätten wir ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat. Hier lautet die WKN CE5 UZ0 und die Basis liegt bei 12.918,50 Punkte. Oder eben einen Put-Optionsschein auf den deutschen Leitindex. CD5 HDS ist hier die WKN und die Basis liegt bei 12.000 Punkten. Und nun blicken wir an die Börse in Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen, Franziska. Wie sieht es heute aus mit den Vorgaben für den DAX? Ja, der Dow Jones ist richtig gut in diese verkürzte Handelswoche gestartet, hat direkt neue Bestmarken eingefahren und war eben das erste Mal in seiner Geschichte auch über der 20.700-Punkte-Marke. Die Rallye dort hält also weiter an und hat dann auch hier für gute Laune gesorgt. Somit haben wir neue Jahreshöchststände ja gesehen. An den asiatischen Märkten der Nikkei nahezu unverändert mit einem Minus von 0,01%. Ist er aus dem Handel gegangen, Hang Seng und Shanghai Composite hingegen aber gut aufgelegt und gut oder etwas freundlicher zumindest dürfte auch der DAX heute hier in diesen Mittwochshandel starten. Wir gehen davon aus, dass wir die 12.000-Punkte-Marke durchaus als Ziel hier uns gesetzt haben, dass wir in diese Richtung starten werden. Und im Fokus sind es dann heute hier die Unternehmensberichte von Fresenius, FMC, Bayer, aber auch der IFO-Index und am Nachmittag unter anderem oder am Abend das FED-Sitzungsprotokoll, was für neue Impulse sorgen dürfte. Wieder einiges geboten. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Wir machen weiter mit der Marktidee. Die Aktie von Wacker Neuson, die hatte im April 2015 nach mehrjähriger Rallye ein 8-Jahres-Hoch bei 24,93 € markiert. Der anschließende Kurseinbruch warf das Papier dann bis auf 10,92 € zurück. Seitdem bildete der Kurs einen Boden in Gestalt eines ansteigenden Dreiecks aus. Nach mehrwöchiger Konsolidierung unterhalb der entscheidenden Triggerzone bei 16 Euro gelang in der vergangenen Woche dann der bullische Ausbruch. Zuletzt erfolgte ein Pullback an die Ausbruchszone, gefolgt von einem dynamischen Anstieg auf ein 18-Monats-Hoch im gestrigen Handel. Das technische Bias ist jetzt in allen relevanten Zeitebenen bullisch. Die Aktie von Wacker Neuson hat dadurch Kurspotenzial in Richtung 21 Euro bis 21,39 Euro. Wichtig ist allerdings, dass der Support bei 14,90 Euro gehalten wird. Auch hier haben wir Produktempfehlungen von Ralf Fayad. Das sind die folgenden. Zum einen ein Unlimited Turbo Bull Zertifikat, die WKN CE4RS8, der Preis 40 Cent. Und zum anderen ein Call-Optionsschein. Hier lautet die WKN CE7SH3, der Preis 2,99 €. So, von der Marktidee kommen wir jetzt noch zu den Terminen des Tages. Das steht auf der Agenda. Um 10 Uhr wird der IFO-Geschäftsklimaindex für den Februar vorgelegt. Um 10.30 Uhr folgt das BIP fürs vierte Quartal aus Großbritannien. Um 11 Uhr gibt es aus der EU die Verbraucherpreise für den Januar und Franziska Schimke hat es schon gesagt, um 20 Uhr dann das FED-Sitzungsprotokoll und um 22.05 Uhr wird dann Tesla noch sein Q4-Ergebnis vorlegen. Und das war's für heute mit IDEAS Daily TV, aber morgen sehen wir uns bereits wieder. Hoffentlich sind Sie mit dabei. Bis dahin.